Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier im Arsch. Ich werde jetzt einen Traktor schicken, und zwar Richtung Feld Nummer 50. Blühen vorbereiten. Ich müsste hier Möwen sein, ne? Obwohl Krähen gibt es ja auch. So, so wie ich hier dran. Jetzt gehen wir hier auf Menü, Autodrive. Dann gehen wir an den Modus. Und dann schicken wir mal auf Feld Nummer. Gucken wir so an. 50. Da müssen wir aber Richtung Straße fahren, der kommt hier nicht klar. So. Der fährt die Richtung, dann hören wir gleich mal den anderen. Fährt er gerade hin. Wir fahren dann erstmal unseren LKW zurück mit Stroh. Das ist jetzt hier frei. Der kann leicht gedüngt werden. Und dann geht schon. Ein bisschen innern sich machen. Wird uns heute mal als zwei Fahrzeuge entgegenkommen, ne? Mal was Neues. Ah, da ist schon einer. Unser Dünger. Düngerfutzi. Tag. Ja, dann können wir gleich mal loslegen, verkaufen, ne? Nachdem ein Düngerfutzi angefangen hat zu arbeiten. Hätten wir auch. Wir haben keinen Kurs da. Ich muss mir dann mal mal einen Ordner anschaffen mit Düngen, also zumindest die eigenen Felder. Ich nehme es mir wieder vor, aber dann, wenn es soweit ist, vergesse ich es immer wieder. So, wir wollen zum Schweinehof. Runde müsste ich noch für die Schafe auch extra machen. Jetzt wäre hier rechts ganz gut, ne? Neben der, da wo die Wolleproduktion hinkommen könnte. Könnte, wie gesagt, könnte. Es gibt ja aktuell eine neue Version, 2.3. Aber die habe ich aktuell noch nicht, weil ich nicht weiß, was da neu ist. Und aktuell brauche ich keine neue Version, sondern so ganz vorsichtig, ne? Was ich jetzt noch bauen will, ist Zuckerrübenfabrik, Bäcke, Mehl und so und alles. Das will ich noch machen. Aber da fehlen uns aktuell die Mittel und zurzeit müssen wir sehen, dass wir die Feldarbeit hinbekommen. Ne? Schauen wir mal links aufs Feld. Da arbeitet. Jups, ey, da arbeitet sogar. Dachte schon, da arbeitet nicht. Aber wir haben gleich mal um den Düngerfahrzeug kümmern, ne? Dazu stellen wir ihn. Stroh können wir hier auch reinkippen, ne? Ja, das kann man locker reinkippen. Ja. So. Weil dann müssen wir hier nämlich starten. Das ist ganz gut, weil wir beginnen mal jetzt mit Feld Nummer 50 mit Speichern. Geht glaube ich aber hier. Wollen wir gleich mal was tun. Und zwar düngen. Ja, düngen alle 30 Meter normalerweise. Ja, logisch. So, dann den alten Kurs mal löschen. Dann werden wir jetzt mal kurz Kursgenerierung. Da wo der Outreif-Kurs aufhört. Dann werden wir hier mal ganz kurz, ja, Feld 50, zwei Bahnen.
Vorgewende. Dann ersten Wegpunkt. Den speichern wir ab. Nehmen wir mal Feld 50. Speichern. Dann können wir kurz mal einstellen. Und wir kümmern uns mal darum, den hier zu lassen, weil das nervt. Einsteigen. Ich muss mal jetzt irgendwo den Kurs düngen. 30 Meter ist jetzt als Ordner drinne. Die müssen wir sehen. Ich hoffe, dass er richtig weiß, wohin kommt, ne? Feld 50 war gewesen. Den einen Ordner verschieben, ja. Und welchen Ordner, ne? Das ist die entscheidende Frage, ne? Wahnsinn! Staunenswert, dass er da reingeht. Das hat nur funktioniert, weiß ich auch nicht. So, dann können wir gleich mal an den Flügen beginnen. Weil das dauert so lange und da. Der muss ja da beginnen, im Prinzip da, wo jetzt steht. Ne? Und da brauchen wir nicht speichern. Also Flügen. Werden wir natürlich nicht so oft machen, außer wir haben Mais und so ein Zeug, ne? Was wir hinterher flügen müssen. So. Mal sehen, ob er die 12 km/h schafft. Tank voll. Ja, repariert geht auch einigermaßen. So. Feldarbeit. Kursgenerierung. Feld 50. 10 Meter. Gehen wir runter auf 10. Oder 10, 5 kann er bleiben. Vorgewende. Ja, das sollten wir schon 10 mal machen. Beim Flügen auf jeden Fall. Das sind bei 10 Meter. Hier überlappen wir mal ganz hoch, weil in den Kurven, ich will nicht so nacharbeiten, also am besten gar nicht nacharbeiten. Dann macht er nur 8 Meter halt, ne? Und dann nachher zurück. Ersten Wegpunkt. Das ist ja komisch, dass er da nicht flügt, ne? Aber das ist ja ganz gut so, sonst wäre das nämlich ganz schlecht. Man möchte ja im Grunde keine Felderweiterung durchführen, ne? Wenig. Ich guck mal nach dem Fendt. nach den anderen Traktor, ne? Ja, wo ist der Deutz? Den hatte ich auch irgendwo gehabt. Der wäre genau richtig gewesen dafür, ne? Aber zu spät, der fährt schon, der arbeitet schon. Oh, haben wir so viele Fahrzeuge unterwegs gehabt? Hier. Der können wir auch nehmen zum Flügen. Den müssen wir nur umrüsten. Der mit 5 km/h oder 6 oder 7, da fährt nichts. Der hat nämlich auch frohe PS fahren, ne? Das ist ein Modder der Traktor, der geht ganz gut. Wenn wir eine Reifen kriegen, also beide. Gewicht lag auch noch rum, rotes Gewicht. Ja.
Eben gleich. Ja, die Kühe melden sie auch wieder, die wollen wieder Aufmerksamkeit haben, ne? Futter gibt morgen. So. Müsste eigentlich repariert werden, aber gut. Das machen wir mal später. Den werden wir jetzt auftanken. Und dicke Reifen passen. So. Sprit. Gut. Reparieren auch gleich. Bei hoher Leistung, Prozentleistung. Reparieren wir gleich mal. Und gleich konfigurieren. Und zwar. Der hat jetzt 600 PS. Das ist optimal. Zwillingsbereifung. Legebereifung, Standard, Breitreifung. Gut. Dann haben wir gleich das Gewicht da vorne. Das müssen wir gleich reinfahren von der anderen Seite. Der kann er so flügen, da der schöne. Das Feld etwas gute Besetzung. Gutes Gewicht. Auf zum Feld Nummer 50. Ich habe so viel Arbeit. Dann können wir uns sowas nicht erlauben. Ne? Extra geschaut. 390 PS. Ah, knapp. Vielleicht war er doch ein bisschen hochgerüstet. Anschiss. Aber ist halt so, ne? Dann müssen wir erst den Kurs kopieren und dann gleich wieder nutzen. Ne? Hier ist mein, ja, Pappe. Wollte ich mal probieren. Das dauert aber echt lange, ne? Weil für Hackschnitzel wollte ich eigentlich keine Bäume nehmen, ne? Also normalerweise nicht. Gut, wenn Abfall ist, ist das so, ne? Aber ansonsten. Aber das kann ich ja mal in Thüringen machen, mal schon ein paar Bäume weg. Wenn der mal Zeit ist, ne? Der fährt ja auch recht schnell, mit 70 km/h, da kann man auch gleich von A nach B kommen, ne? Ich überlege ja auch, ob ich eine Schaltung zulege, aber. Da wäre hier ein Schaltknopf, ne? Mal schauen. Aber eher nicht. Zurzeit nicht. Zurzeit habe ich andere Sachen vor. Oder natürlich in der Nähe, wenn es da ist. Vorher nicht. Ungelegte Eier soll man nicht erzählen. Ja, früher Sommer haben wir. Tag 2. Aktuell noch Temperaturen ganz gut. Mit 22 Grad, Bodentemperatur 21 Grad, garantiert staubtrocken. Das ist nicht gut. So, wo ist mein Flügermeister? Wo ist der? Da hinten. So. Dann gehen wir hier mal auf Kopiermodus. Das muss ja hier rund um die Ecke sein, ne? Halt. Das Düngen. Das ist der temporäre Kurs. Den ich nicht gespeichert habe. Dann gehen wir hoch. Fenvario 4 km/h, ne? Nenn ich mal äußerst deprimierend.
geht ja nicht. Den Deutz habe ich jetzt nicht gefunden auf der Schnelle. Ich verstehe nicht warum. Wie gesagt, ich habe nicht im Auto anschauen. Jetzt sowieso, jetzt brauche ich Faktoren sortieren nach Leistung. Ne? So. Natürlich Feldmodus, ne? Oder Arbeitsmodus fürs Feld. So. 12 km/h. 11. Immerhin, ne? Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, also da scheint die ganze ja, Fahrphysik nicht ganz gut zu sein hier, also von der Haftung her, der Reifen und so. Ist halt so, ne? Gut. Aber mit 11 km/h schon mal ein bisschen besser. Ist ja ein harter Boden, ne? Ja, und der benötigt Kalk, dann müssen wir mal flügen. Dann können wir Kalk aufbringen, dann können wir nochmal düngen und dann kann die nächste. Wir können auch düngen nach dem Dix machen, dann. Ah, das geht auch. So. So, liebe Schauer, das soll es auf heute auch gewesen sein. Sag mal tschüss und tschau. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Schönen Dank dafür. Das können wir hier was ausrichten hier. Ja, und morgen geht's weiter hier der Marsch. Ja, dann nochmal vielen Dank fürs Anschauen. Tschüss.